Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim! Wieder der Falsche. Ich habe da jedes Mal den Falschen drin, wenn ich beginne. Vielleicht sollte ich mich da ein bisschen besser vorbereiten, aber dann wäre es nicht so spontan, ganz ehrlich. Dann wäre es nicht ganz so spontan, wie ich eigentlich möchte. So, meine Lieben. Also, wo muss ich hin? Ganz kurz gucken. Sprich mit Amund Montier. Und wo ist die Seele? Da ist der Pfeil. Let's go. Jetzt muss ich, wenn ich da bin, die ganzen dann nochmal wiederbeleben. Das heißt, ich muss dann nochmal einen Boost einwerfen. Aber naja. Naja. So, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mit Spinnen durch die dunkle Bruderschaft. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Oh Mann. Und jetzt kann ich nicht warten, weil da noch Feinde sind. Die leuchten auch noch so mühsam. Hey, was ist los? Steht der andere? Ich sehe ihn fast nicht. Ah, da oben. Und weg. Perfekt. Oh, da ist auch nochmal Feuer. Oh, ich komme mir vor wie in DayZ, man. In DayZ. Ich habe nämlich früher viel DayZ gespielt und Breaking Point. Das sind geile Spiele. Wieder da. Gut. Los geht's. Es regnet. Es ist wieder mal perfektes Wetter. Aha. Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Auch keine großen bösen Spinnen. Jungs, was macht ihr eigentlich? Ich schon wieder Bogenschützen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wir haben schon die Oberhand. Ich habe zwar einen Riesenspinnen dabei. Nein, es wird nicht geheilt. Da muss ich halt außen rum. Überall Feinde, was ist los? Wo ist der zweite Wolf? Der heult nicht alleine. Was ist das jetzt? Ja, Soldat der Sturmmäntel. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Willst du mich anpöbeln? Ich bin Rang höher als du, Soldat. Sind meine Spinnen irgendwo im Nirgendwo? Ist wieder mal super toll. Ich will eigentlich die Zerstörungspunkte noch auf 100. Ah, Mann. Yes. Ich will eigentlich noch die Zerstörungskunst auf 100% bringen. Das wäre schön. So, hier bin ich richtig. Jetzt ist nur noch die Frage, wo sind meine Spinnen?
Und kommen die überhaupt mit? Oh, gerade knapp noch. Das wird wahrscheinlich mein... Ja, ich kann die Spinnen hören. Ich kann sie hören. Dann gehen wir mal rein, Jungs. Dann gehen wir mal rein. Ich habe so vieles wieder vergessen von der dunklen Bruderschaft. Aber das macht nichts. Dann ist die Freude umso größer, es nochmal zu spielen. Also, was haben wir hier? Muss ich hier? Ja, da muss ich hin. Was zum Teufel haben die hier gemacht? Können Drauger eigentlich verhungern? Wahrscheinlich nicht. Na, ich meine, die liegen ja jahrelang einfach auf dem Boden, bis dann da jemand kommt, damit sie dann aufstehen können. Ja, lustig. Was werfe ich weg? Ja, komm. Ne, die sehen so geil aus. Nehme ich mit. Den Rest werfe ich weg. Bei den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Ich schweige wieder. Also, gut. Ihr hört wohl lieber zu, wie? Nun, ihr müsst die dunkle Bruderschaft repräsentieren. Zumindest habe ich niemand anderen erwartet. Also komme ich gleich auf den Punkt. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere. Ich wage zu behaupten, dass es die wichtigste Aufgabe ist, die eurer Organisation seit, ja, Jahrhunderten übertragen wurde. Sprecht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten. Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind. Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Wir schweigen wieder. Es ist eine schockierende Bitte, ich weiß. Aber es gehört doch zu dem, was ihr von der dunklen Bruderschaft so macht, oder nicht? Wenn man den Überlieferungen Glauben schenken darf. Ihr müsst das verstehen. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Nun, da ihr hier seid, ist es, als stünden selbst die Sterne endlich richtig. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, nehmt die hier mit. Überbringt sie bitte eurem Vorgesetzten. Rexus! Die Gegenstände! Hier. Hier. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Das Amulett ist recht kostbar. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein. Kannst du nicht. Also gut. Dann gehen wir wieder raus. Warum zeigt's mir? Achso, hier ist der Ausgang. Mal was? Oh, das ist interessant.
Aber das machen wir nicht jetzt. Ich gehe wieder raus. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meine Spinnen überhaupt brauche. Für das. Es macht irgendwie gar keinen Sinn, da Spinnen mitzunehmen bei der dunklen Bruderschaft. Finde ich eine bescheuerte Idee eigentlich, was ich da mache. Ich spiele gerade mit dem Gedanken. Wo ist meine zweite? Ich habe doch zwei. Die sterben mir jedes Mal so unnötig weg. Die kommen nicht richtig mit. Die zweite müsste irgendwo hier liegen. Auch auf dem Weg. Das... Das nervt mich. Das nervt mich gerade. Welche ist das? Die nicht verwundete Spinne? Doch, es ist die verwundete. Okay, ich suche ganz kurz die andere. Wenn ich die auf Anhieb finde, dann nehme ich sie mit. Ansonsten pfeife ich drauf, weil es geht mir auf den Sack langsam. Weil die nicht richtig mitlaufen. Die laufen einfach nicht richtig mit. Die trennen sich jedes Mal. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich habe es mir viel, viel cooler vorgestellt mit den Spinnen. Das ist nervig. Ich lasse die mal hier liegen. Die Riesenspinne. Vielleicht komme ich da mal drauf zurück. Ich lasse die jetzt einfach liegen. Es geht mir auf die Nerven. Tut mir leid für alle, die sich gefreut haben. Aber es klappt irgendwie nicht so, wie ich eigentlich möchte. Es ist nur umständlich. Wo ist schon wieder die dunkle Bruderschaft? Hier. Das ist schon das zweite Mal oder das dritte Mal, dass sich die Spinnen teilen. Dass die eine einfach irgendwo im Nirgendwo liegt und die andere, ja. Ich glaube, es ist nicht gut, weil sie so groß sind. Die können nicht überall durchlaufen. Da hat das Spiel Probleme, das zu managen. Weil es eigentlich nicht gedacht ist, dass die hier rumrennen. Das heißt, ja, ich lasse die mal liegen. Ist eigentlich schade. Ich hätte das gerne umgesetzt. Aber wenn es Leute gibt, die das unbedingt wieder sehen wollen, dann gehe ich zurück und schnapp mir die wieder. Muss ich die andere halt kurz suchen. Aber bis dahin bin ich wieder alleine unterwegs. Es nervt mich einfach, dass ich die Folgen gemacht habe, in denen ich probiert habe, da Spinnen zusammenzubekommen. Und sie jetzt nicht funktioniert. Jetzt ist es so schlecht gemacht. Na gut. Wir blicken vorwärts. Wir haben ein paar spannende Missionen vor uns. Ihr seid zurück. Gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Moutier getroffen? Was wollt ihr? Moutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Astrid das Amulett und den versiegelten Brief zeigen. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Aufgabe kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Moutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt
oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Riftum. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Na dann, auf zu Mallory. Mallory. Zum Hehler. Auf zum Hehler. Mal gucken, das Amulett, was es macht. Ah, der hier in Riften, ja. Und ich gehe da hoch nach... Weiß nicht wo. Nebelschleier. Los. Ja, genau. Die Deltra-Missionen kann ich ja auch noch machen. Ah, das wird wahrscheinlich die Aufgabe sein, die ich mache, wenn ich die dunkle Bruderschaft abgeschlossen habe. Dann heißt es Deltras. Oh, ja. Yeah. So, mein lieber Hehler, wo bist du? Wo steckst du? Wo treibst du dich rum? Ja, hier waren wir schon mal. Vier. Ist das nicht ein bisschen heiß? So ist besser. Dann friert er nicht mehr. Also, Hehler suchen. Ach so, dafür muss ich ins Zentrum der zersplitterten Flasche. Oder die zersplitterte Flasche. Ich sehe aber, dass uns die Zeit langsam davon rennt. Also das heißt, ich spreche den Hehler erst an. In der nächsten Folge von Skyrim. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Der Rattenweg hat schon viele unwillkommene Besucher verschlungen. Alles klar. Gut, bevor wir da mit dem Hehler sprechen, mit der freundlichen, liebevollen Person, mache ich eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Darf ich euch einen freundschaftlichen Rat geben? Bis dann. Den könnt ihr mir